Attention, ein Tannenbäumchen. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo auf diesem Kanal. Und ja, aus gewohnter Manier wisst ihr, was ansteht, nämlich der nächste Livestream. Den wollen wir wieder mal auf YouTube veranstalten. Ne? Nochmal zur Erinnerung, wir streamen ja ab sofort oder ab letztes Mal schon auf YouTube. Und zwar werden wir am 26.10. streamen. Und ich hoffe, ich habe mich diesmal nicht vertan. Das dürfte ein Freitag sein. Wenn nicht, dann ist es der Freitag um diesen Tag herum. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der 26.10. ist. So, ja, was machen wir da? Ganz klar, wir werden natürlich mit Alien Isolation weitermachen. Da kommen wir jetzt so langsam in den Bereich, wo es auch mal kritisch wird. Ich bin ja bisher ohne zu sterben durchgekommen und wir haben sogar das Alien schon kennengelernt, glaube ich. Ja, haben wir. Aber ab jetzt wird es halt wirklich spannend und ich denke, da werden einige Tode kommen, da könnt ihr euch freuen. Ja, da machen wir auf jeden Fall weiter. Das wird uns auch noch eine Zeit lang begleiten, das Projekt, denke ich. Wir haben ja gerade erst angefangen und es ist schon etwas umfangreicher, das Spiel. Als zweites gibt es dann Krog, ne? Hinterher nach diesem etwas gruseligen Mystery-Spiel, sag ich jetzt mal so, wird es dann ein bisschen fröhlicher mit einem Jump'n'Run, nämlich Krog. Und da sind wir eigentlich schon ganz gut vorangekommen. Ich weiß gar nicht, habe ich die ersten zwei Inseln schon komplett? Ich meine ja, und wir haben auch den einen Endgegner schon besiegt. Und jetzt sind zwei Endgegner, also genau, zwei haben wir besiegt. Und jetzt sind wir, glaube ich, in der Eiswelt, genau, das war das. Und da gab es jetzt dieses erste blöde Minispiel, wo man mit diesem blöden Kessel irgendwelche Sachen auffangen muss. Ich glaube, da fallen die Gobbos von oben runter, die man auffangen muss oder irgendwie sowas. Jedenfalls, ist das ätzend. Da könnten wir ein bisschen festhängen, weil, ja, das Bonus-Level kommt leider immer erst ganz am Ende des Levels und deswegen muss ich das leider erst immer bis dahin spielen, um das Spiel nochmal zu starten, also dieses Minispiel. Ist ärgerlich. Aber gut, wir kriegen das schon irgendwie gemeinsam hin. Also jedenfalls nicht vergessen, ne? Am 26.10. streamen wir und ja, Beginn wird wahrscheinlich wieder so um 16.30 Uhr sein. Also wie immer eigentlich hat sich nichts geändert, außer dass wir dran denken, oder dass ihr dran denkt, dass das auf YouTube stattfindet. Und ich denke mal, ab morgen oder ab übermorgen werde ich dann auch dieses Ankündigungsvideo, sag ich mal, in dem Sinne, dass es praktisch immer angeprangert wird auf meinem Kanal. Also die Abonnenten, die mich kennen und öfter mal auf meinen Kanal klicken, die sehen dann gleich als erstes vorgeschlagen. Und nicht vergessen, an dem und den Tag wird der Stream stattfinden. Na, das seht ihr dann da. Okay, das dazu. Und das war es eigentlich im Prinzip auch schon fast. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Einen kleinen Hinweis gebe ich noch, weil ich merke ja gerade, dass Jurassic World Evolution gerade sehr gut bei mir läuft. Ihr fiebert ja alle richtig mit und gebt mir fleißig Tipps, das finde ich richtig super. Und das Spiel macht auch richtig Bock. Geht auch so ganz langsam dem Ende entgegen, denn es gibt nur noch eine Insel zu entdecken und danach die Freibauinsel. Und alles Weitere werden wir dann im Stream wahrscheinlich mal machen. Also ich möchte ja schon einen eigenen Park da bauen, damit will ich das Let's Play dann beenden praktisch. Aber irgendwann werden wir dann versuchen, die 100% in einem Stream-Projekt zu holen. Ich denke mal, vielleicht, wenn ihr Lust habt, wenn Krog vorbei ist oder so, oder vielleicht mache ich auch eine extra Stream-Rubrik, dass wir dann einfach mal einen Abend Jurassic World zocken. Würde sich fast anbieten, weil man da immer ja sehr zeitintensiv mit ist mit dem Spiel. Müssen wir mal gucken, wie das ist. Jedenfalls soll es dann irgendwann im Stream komplettiert werden. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, weil es halt zu dem Thema passt, ich war mit der Steffi letztes Wochenende im Dinopark Münchehagen. Und das ist, kann man sich vorstellen, wie ein großes, schon eine Art Dino-Museum, aber halt mit nicht nur Skelette, gibt es auch ein paar, aber hauptsächlich so, ja, wie soll ich das sagen, Statuen. Fast, ja, eigentlich kann man schon sagen, lebensgroße Nachbauten von Dinosauriern. Sehr, sehr geiler Park und die haben auch einiges mittlerweile gemacht. Ich war da in meiner Kindheit zweimal drin, jetzt waren wir nochmal wieder da, weil ich Steffi dir mal zeigen wollte. Sie ist ja auch so ein bisschen Dino-Fan, ne? Und die haben da einiges getan. Zum Beispiel gibt es jetzt zum Jurassic World Film den Original T-Rex. Den haben sie da in Lebensgröße hingestellt und der sieht geil aus. Ich weiß nicht, ich glaube, Steffi wollte mir ein Bild zur Verfügung stellen und das blende ich vielleicht mal ein, wenn ich es jetzt schon habe. Also jedenfalls ist das richtig, richtig cool und das macht wahnsinnigen Spaß, sich das da anzugucken. Also kann ich aber gerne empfehlen, wenn ihr da Interesse habt, also wer da gar nichts mit anfangen kann, für den ist das nichts, weil es sind hauptsächlich Statuen, die da rumstehen, ne? Und viel, viel Informatives. Also auch für Kinder einiges, was da geboten wird. An Ausgrabungsstätten kann man da machen und an sich so kleine Fossilien selbst bemalen und alles Mögliche. Man kann sogar Originalfossilien kaufen. Die kosten dann mal so locker 800 bis 1000 Euro. Kann man sich dann mal so eine echte Raptorenkralle oder sowas in der Richtung da besorgen. Das sind schon heftige Preise. Gut, das wollte ich nochmal sagen. Jedenfalls, da wird die Steffi ein Video zu machen und das wird dann die nächsten Tage auf ihrem Kanal freigegeben. Also ein On-Tour-Video, sag ich mal. Ich glaube, Aschzaha unterwegs heißt es bei ihr. Vom Dinopark Münchehagen. Wer da Lust dran hat und wer sich gerade bei Jurassic World so richtig reinsteigt und sich daran erfreuen kann, dem wird auch bestimmt dieser Ausflug sehr gefallen.
Und könnt ihr gerne mal reinschauen, die wird sich bestimmt sehr, sehr freuen, die Steffi. So, das war's dann aber jetzt wirklich. Wie gesagt, noch einmal zur Erinnerung, am 26.10. wollen wir den nächsten Livestream machen. Und ja, es geht weiter mit Alien Isolation und Grog. So, das dazu. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ein schönes Wochenende. Ich denke, ich werde eins haben. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Das hat super geklappt. Toll. Wow.